Das ist Thomas Müller. Aber nicht nur. Denn Thomas Müller ist der Name des statistischen Durchschnittsdeutschen. Und den suche ich, um herauszufinden, was Deutsch ist. Er arbeitet 41,9 Stunden in der Woche, misstraut Politikern, trinkt 2 Gläser Bier am Tag und gilt allgemein als spießig. Eine Gesellschaft kann im Grunde genommen nur beständig und stabil existieren, wenn sie einen breiten Durchschnitt hat. Bist du ein durchschnittlicher Deutscher? Innerlich ja, außen nicht. Der Deutsche ist auf jeden Fall ein Genussmensch, aber halt schon ein sehr stressbetonter. Er kommt selten zur Ruhe. In unserer Generation heißt Deutsch sein, vor allem nicht Deutsch sein zu wollen. Ich denke, ich habe hier wunderbare Aussichten auf ein schönes Leben. Im Augenblick gefällt mir an Deutschland, dass Deutschland leger geworden ist, bunt geworden ist. Es ist im Augenblick ein bisschen grauer. Passt eigentlich ganz gut rein, ne? Ich meine, wenn man schon Müller heißt, dann ist der Thomas auch schon wurscht.